Hallo Leute und herzlich willkommen zu IDPL Spieltag Nummer 17. Dieser Spieltag geht gegen den guten Pursuit mit seinem Team um Pixie, Skogro, Pidgeot, wie heißt Pidgeot, verdammt nochmal auf Deutsch, Taubos, Megataubos, Zumpex, Arcani, Viscogon, Zaplalek, Galagladi, Lanton, Tengulist und Hariyama. Was erwarte ich? Ich erwarte das Pixie, das Megataubos, das Zumpex, das Arcani. Eventuell das Skogro könnte sein, muss nicht unbedingt, weil ich halt relativ gute spezielle Offensive gegen das habe. Ansonsten wäre ich noch auf Zaplarang und eventuell Gallade oder Hariyama gegangen. Was habe ich dabei? Ich habe als erstes Life Orb, Kyurem Black mit Ice Beam, Earthbow, Hidden Power, Grass und Dragonclaw. Dabei, damit treffen wir eigentlich alles soweit sehr gut, bis auf das Clefable, wo ich lange überlegt habe, brauchst du Hidden Power Grass, weil Ice Beam macht eigentlich gegen Zumpix auch so relativ guten Schaden. Aber da Hidden Power Grass, ich glaube, in One-Hit dann ist, ich weiß nicht, auf dem Offensiven auf jeden Fall, bei einem Defensiven bin ich mir gar nicht sicher. Dachte ich mir, lass es drauf. Clefable, hast du genug Antworten? Und zum Beispiel eine Antwort hier drauf ist Mega Metagross. Und jetzt suchen wir mal seine Antwort, die existiert eigentlich nicht. Denn das Einzige, was wirklich was gegen Mega Metagross macht, wäre ein physisch-defensives Zumpix, was halt dann gegen Hidden Power Grass Kyurem Black, wie gesagt, verliert oder gegen Hidden Power Grass Rotom Heat oder gegen Roserade oder gegen Hidden Power Grass Keldeo. Ihr seht schon viele Hidden Power Grasses und ansonsten gibt es keinen Switching. Ich habe hier sogar nicht mal den Ice Punch drauf, weil gegen Skogro haben wir halt einfach Keldeo. Roserade trifft auch ziemlich gut. Und Kyurem Black, also von dem her habe ich da auch nicht viel Angst. Und ansonsten treffen wir halt alles gewaltig. Wir sind sogar hartes Wesen, das heißt, wir werden so unglaublich viel Damage raushauen. Also das wird unsere Damage-Quelle sein und die wird richtig reinhauen. Da wird, er wird sehr große Probleme haben, wenn nicht sogar es, er muss es irgendwie komplett umspielen, um nur Mega Metagross zu ändern. Da haben wir noch hier noch physisch-defensives Fierce, also Aromatist dabei, welches eigentlich alle offensive Kraft von Swampert eigentlich nimmt, weil Swampert nicht viel macht und Mumbles trifft halt auch, glaube ich, sogar alles neutral in seinem Team, ne? Ja, das überrascht mich. Er hat gar keinen Poison-Type oder Steel-Type. Also ja. Dann habe ich noch Tweet for You, Choice Scarf. Damit outspeeden wir alles, was er uns entgegenwerfen möchte, außer Scarf Arcani. Was aber nicht besonders viel. Okay, man könnte es machen. Man könnte Scarf Arcani machen, aber wenn ich so darüber nachdenke, wäre Scarf Arcani sogar richtig gut. Er ist natürlich immer ein bisschen kritisch mit den Switch-Ins, weil er sich auf einen Move locken muss. Obwohl, wir haben eigentlich einen Krokodile, das können wir. Aber Scarf Arcani wäre ziemlich krass. Würde gerade das Teambuilding ein bisschen zerstören, fällt mir gerade auf, aber naja. Ansonsten treffen wir auch alles ganz gut, bis auf das Viscogon logischerweise, aber da können wir ja raus Wall Switch. Da habe ich Blick Sludge, Roserade dabei mit Sleep Powder, Sludge Bomb, Leaf Storm und Dazzling Gleam. Damit treffen wir auch alles ziemlich gut. Das Einzige ist, wir müssen halt herausfinden, ob dieses Voskogon Sap Sipper hat oder nicht. Ich rechne aber schon fast damit. Und zum Schluss hätte ich hier noch unser Keldeo mit der Cobra Berry. Das heißt, wir überleben den Move von Mega Taubers, können Icy Wind drücken, outspeeden es danach und können dann safe mit einer Hydro-Pumpe das rausnehmen. So. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze dann im Kampf an. Bis gleich. So, da sind wir auch schon und er hat Hariyama tatsächlich dabei statt Skogro und ansonsten ist halt alles gleich und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich dachte mir, ich kann mit meinem Destruction ganz gut leaden, welches eigentlich der perfekte Lead ist. Hier hätte ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass wenn ich die Dragon Claw drücke, er gleich in seinen Pixie geht und wenn ich Ice Beam drücke, er es überlebt, weil er wahrscheinlich AV ist, was halt trotzdem über 50% machen würde, aber ein Draco würde uns, wie gesagt, ist ja logisch killen. So bin ich gleich in meinen Fies gegangen und er geht gleich in seinen Pixie daraufhin. Ich wechsle aus in meiner Kiesel und er kommt mit T-Wave. Von diesem Move werden wir so oft in diesem Game sehen, das glaubt ihr gar nicht. Das Schöne ist, ich habe jetzt Free Sleep Powder. Wir müssen nur treffen und nicht durch die Full Para gekommen. Beides hat geklappt. Natural Cure aktiviert sich. Das war perfekt in der Situation für mich. Ich drücke Hydro-Pumpe und ja, war eigentlich logisch, dass wir nicht treffen. Aber im Prinzip war es auch dumm, jetzt in Keldeo zu gehen. Obwohl, nein, Moment. Ich hatte, glaube ich, prediktet, dass er in irgendwas geht. Was dachte ich, geht da? Ich glaube, ich dachte, er geht in sein Swampert. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall kommt jetzt mal wieder T-Wave. Was aber für mich nicht schlimm war, denn wir haben Clear Body, das heißt,
Wir mega entwickeln uns jetzt, können einfach ein EQ abfeuern, denn das Arcanine reinkommen war eigentlich teils obvious, weil er keinen anderen Switch-In hatte, bis auf Swampert. Von dem hat das Ganze gepasst. Er drückt jetzt Superpower, warum auch immer er Superpower gedrückt hat. Entweder hat er kein Waterfall oder keine Ahnung. Und ich konnte hierbei drücken, das heißt, unser Mega Metacross ist von der Paralyse befreit. Er geht in sein Pixie, hat hier einen guten Double Switch gemacht. Jedoch habe ich halt Rotom Heat mit der Hidden Power Grass und das macht 72%. Er trägt die EQ, hat wahrscheinlich predicted, dass wir jetzt wieder auswechseln, aber ja, stört mich nicht. Ein Waterfall hätte auch nicht so viel Damage gemacht, beziehungsweise wir hätten ihn überlebt. Sagen wir es so. Und ich kann jetzt hier an der Stelle Wish passen. Er geht in sein Pixie und hier war es mir klar, dass er mal wieder T-Wave drücken wird, denn ja, ich dachte mir schon, der wird sicher wieder versuchen, die Para weiterzubringen. Hier hat er mich aber überrascht, dass er wieder T-Wave drückt, was ich schon ein bisschen krass finde, denn er hat jetzt unnötig Damage drauf bekommen. Aber naja, wir gehen den Mega Metagross, kriegen leider keinen Attack Boost, können das Swampert rausnehmen. Hier an der Stelle hätten wir tatsächlich eine Heatwave von dem Mega Pidgeot getankt, aber ich dachte mir, warum sollte ich mir das jetzt antun und dann die Full Para riskieren und einfach drin bleiben. Hier hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass er jetzt einfach. Natürlich, er muss rausswitchen, was laber ich. Aber er geht den gut, weil ich dachte mir, er wird den. Ja, eigentlich war es der richtige Play, was laber ich. Volt Switch wäre an der Stelle wahrscheinlich auch besser gewesen. Er weiß ja nicht, dass ich gescarf bin, dass das. Genau, ich dachte eigentlich, er hat einen Megataubus, die U-Turn. Inzwischen sind wir so weit angekommen, dass Roserade und Pixie sich gegenüberstehen. Mal wieder eine T-Wave, was ich nicht schlimm fand, aber jetzt sehen wir, dass das Dings hat, Sapsipper und ja. Er drückt Flamethrower, was mich ein bisschen wundert, ist, dass auf diesem Goodrun nicht Iron Tails spielt, sondern Power Whip. Für Keldeo höchstwahrscheinlich. Ich konnte aber hier an der Stelle eigentlich safe auf den Meteor Mash gehen, denn der Flamethrower wird nicht reichen und ich konnte auf Bullet Punch gehen und es danach rausnehmen. Er geht jetzt in seinen Megataubus. Ich hätte es natürlich jetzt sacken können, aber ich dachte mir, nee, du spielst jetzt auf dieses verschissene 6-0, das kriegst du hin. Denn jetzt können wir Safe T-Ball drücken, das macht sogar 35% und langsam sollten wir sehen, denn dieses Ding hat Softbolt. Und das hab ich mir gedacht, weil sonst hätte er schon früher mal Flamethrower gedrückt. Und wir kriegen wieder einen freien Meteor Mash. Hier habe ich den Fake Out schon predicted. Deshalb bin ich in mein Keldeo direkt gegangen und konnte jetzt halt einfach Secret Sword drücken und damit das Hariyama aus dem Spiel nehmen. Er geht wiederum in seinen Megataubos. Dank der Cobra Berry können wir das Ganze natürlich überlegen, drücken Freeze Dry, senken seine Initiative um einen Punkt, sind somit schneller, können jetzt eine Hydro-Pumpe drücken und wow, wir treffen mal eine, das passiert eigentlich nie. Und ja, hier an der Stelle bin ich in Akiza gegangen und wir kriegen mal wieder die T-Wave ab, was mich langsam genervt hat, deshalb dachte ich mir, du bist jetzt einfach eklig. Nicht, nee, genau, jetzt habe ich noch Sludge Bomb gedrückt und im nächsten Zug wollte ich einfach die Sleep Powder, glaube ich, durchbringen, nachdem ich gesehen habe, dass er Calm Mind ist und Sludge Bomb nur an. Eigentlich, das waren 49%, das war sogar trotzdem noch ganz guter Damage. Aber ich wollte halt jetzt einfach Sleep Powder rausbekommen, dass wir dann safe im Mega Metagross gehen und der einfach den fünften Kill in diesem Kampf bekommt. Ich wollte es einfach. Ich habe es meinem Mega Metagross gegönnt. Es soll verdammt noch eins die Maschine sein, die es auch ist. Also, aber hier ist Sleep Powder, kommt durch. Wir wechseln aus. Wir hätten natürlich auch die ganze Zeit wechseln können. Mit Natural Cure hätten wir danach auch outspeedet und alles. Und jetzt können wir halt einfach auf Meteor Mash. Dieses Pixie One-Shotten. Von dem her haben wir an der Stelle schon 6-0 gewonnen und ja, ein GG auf jeden Fall. Ein bisschen viel T-Wave war das, ein bisschen viel T-Wave, muss ich sagen. An manchen Stellen wirklich viel zu viel T-Wave, aber naja. Ich hoffe, im nächsten Spieltag geht's weiter so, ne? Haben wir letzten Spieltag auch gewonnen? Kann sein, ne? Kann gut sein. Ja, haben wir. Das heißt, hoffentlich geht's jetzt weiter so. Geil, geht's steil bergauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.